So, hi Leute, Sonntag, Tobi ist draußen im Obstgarten und heute wollen wir uns einfach mal anschauen, wie wir uns eine relativ einfache Falle bauen können, um da drin zum Beispiel Eichelhäher, Tauben oder sonst was zu fangen. Ganz wichtig, die Falle ist nur hier jetzt zu Testzwecken aufgebaut, um es zu demonstrieren. Fallenbau ist in Deutschland streng verboten. Das dient hier nur zur Information. Also wir haben jetzt hier die Falle gebaut. Wenn jetzt hier haben wir natürlich unseren Köder drinnen, irgendwelche Dinger. Wenn jetzt dann hier, zack, ist unser Eichelhäher, unsere Taube drin gefangen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir uns so ein Ding hier relativ einfach zusammenbauen. Deswegen mache ich jetzt kurz aus, baue das Ding auseinander und zeige euch einfach mal, wie das aufgebaut ist. Wie einfach das geht und wie schnell. Also, bis gleich. So, auseinandergebaut und hier sind wir wieder. Jetzt schauen wir uns, wie bauen wir uns so eine Kastenfalle, ja, keine Ahnung, Korbfalle, was weiß ich. Wir haben hier zwei Stecken, das ist praktisch unsere Grundfläche hier, diese Länge. Und die sind jetzt verbunden mit zwei... Ich habe jetzt hier Schnürsenkel alte genommen, also ihr könnt natürlich Paracord oder sonst irgendwas nehmen oder draußen, wenn ihr euch Brenzelschnur macht, natürlich Naturschnüre könnt ihr auch hernehmen. Jetzt verdrehen wir uns das Ganze hier einmal, damit wir das hier über Kreuz haben. So, jetzt legen wir uns das Ganze hier hin, legen wir uns mal hier hin und jetzt haben wir hier natürlich mit, habe ich meistens einstecken, irgendeine kleine Silky. Haben wir uns jetzt hier ein paar Äste kurz gesägt und jetzt geht's dann los. Jetzt tun wir, das hier ist unser Grundgerüst über Kreuz. Jetzt nehmen wir das hier, schieben uns das hier drunter und hier schön hinein. Dann das nächste. Jetzt haben wir hier, also das Prinzip ist praktisch wie eine Art Blockhütte. Immer einmal so, dann das nächste wieder so. Zack, ich hoffe, man sieht es dann im Video. Am Anfang ist alles noch ein bisschen recht instabil. Die Stabilität kommt dann, wenn dann hier Zug drauf kommt auf die ganze Geschichte. Na, also am Anfang ist es noch recht instabil, das Ganze. Muss man immer noch ein bisschen hier ausrichten alles. Also wir bauen es praktisch jetzt hier wie so eine Pyramide, wie so ein Blockhaus, sage ich jetzt mal. Wie ein Blockhaus, wie eine Blockhütte. Und je mehr Spannung drauf kommt, desto stabiler wird es alles hier. So. Das packen wir jetzt darüber. Natürlich geht es jetzt bei mir fix, weil ich das jetzt schon mal zusammengebaut hatte und schon mal vorbereitet hatte. Man muss natürlich dann alles ein bisschen ablängen. Man kann natürlich jetzt auch dünnere Hölzer nehmen, um das ganze Gitter noch ein bisschen feiner zu machen. Wunderbar gehen natürlich auch Weiden, da könnte man sich so einen richtig schönen Korb flechten. Aber um irgendwie so Eichelhäher oder Tauben zu fangen, muss es nicht ganz so eng sein. Hauptsache die sind drinnen. Und jetzt merkt man schon, je weiter wir nach oben kommen, desto mehr Stabilität kommt hier hinein. Ja, da ist es jetzt rausgerutscht. So. Ja, immer ein bisschen schön auf die Ausrichtung achten. Das Zusammenstecken dauert halt ein wenig, ne? Heute ist wieder so arg warm. Haben wieder über 30 Grad. Deswegen hat der Tobi heute keinen Lodenhut auf. Weil es ist einfach zu warm. Deswegen heute einfache Strohhut und kein Lodenhut heute.
Weil für den Tobi ist einfach die Wärme, ist einfach nichts für mich. So, wie man merkt, es wird immer stabiler, die ganze Geschichte. So. Sind wir bald oben, bald am Ende. Jetzt werden auch meine Hölzchen immer dünner, meine Stecken hier. Meine ist auch immer dünner. Ja, also mit dünneren Stecken wird natürlich hier, die Abstände werden natürlich dann enger und schöner. Aber auch hier sollte keine Taube rauskommen können. Jetzt muss man das schon ein wenig drücken, machen. Da kommt jetzt dann schon ein wenig Spannung drauf. Ja, alles immer ein wenig gerad rücken und drücken. Also jetzt merkt man schon, es ist hier schon gut Spannung drauf. Aber so muss es ja auch sein, dass das ganze Ding hier schön stabil ist. So. Gleich sind wir am Ende. Ich mache das einfach, ich lasse wie immer einfach das Video laufen. So, und jetzt haben wir noch ein letztes, das machen wir hier oben noch zum Abschluss. Oh. Leck mich doch am Arsch. So sieht das Ganze jetzt dann fertig aus. Von unten. Na, also ganz einfach. Und als Auslöser habe ich hier sehr wackelige Geschichte, aber soll ja wackelig sein. Und zwar einen Ast hier auseinander gemacht. Und hier ein bisschen freigeschnitzt. Und hier ein bisschen angeschnitzt, damit hier nicht so die Auflagefläche so groß ist. Und dann ein Auslösehölzchen vorne und hinten ein bisschen flach gemacht. Und das wird dann hier unten dazwischen hineingeklemmt. So praktisch. So. Und wenn jetzt natürlich hier irgendwie was hinkommt, geht es hier unten weg und das ganze Ding hier klappt zusammen. Schauen wir mal, ob wir das aufgestellt bekommen, weil das ist bei einer Falle immer die schwierigste Sache. Das ganze Ding aufstellen, damit es auch hält und sehr fein auch auslöst. Ne, also Köder gehören natürlich drunter. Das ganze Ding hingestellt. Schauen wir mal. Nee. Nein. Nein. Das ist immer mit das Schwierigste überhaupt.
Es mag nicht. Ist natürlich jetzt der Vorführeffekt auch noch. Okay. Das Auslösehölzchen muss aber dazwischen. Nein. Schauen wir mal, ob es so rum. Wie man sieht, es kostet fast mehr Zeit, als wie überhaupt die Falle zusammenzubauen. Jetzt steht sie. Jawohl, jetzt steht sie. Falle steht. Wir sind hier. Also es kann nichts passieren. Es kann jetzt kein Tier rein. Und die wird auch gleich wieder nach dem Video abgebaut. Natürlich, wie am Anfang schon, hier sind unsere Köder drunter. Eichel her. Kommt. Oh, was ist das hier Tolles? Zack. Drinnen. Und wir haben ihn. Also, einfache Geschichte. Könnt ihr mal probieren und wie gesagt, aber nie stehen lassen die Fallen, immer sofort abbauen, nur zu Testzwecken und dass er auch merkt, dass kein Tier reinkommen kann, also sowas nur zum Test mal probieren, ja, und dann einfach nicht mehr wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, wir sehen uns, Leute, ciao, euer Tobi.